Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute ein besonderes Video, denn es geht um das erste Mal. Früher oder später ist jeder mal vor der Situation, das erste Mal steht an, man hat jetzt vielleicht eine neue Freundin, einen neuen Freund. Man kommt sich schon ein bisschen näher und man weiß ganz genau, irgendwann demnächst kann es soweit sein, das erste Mal steht an. Und man ist natürlich extrem unsicher auf der einen Seite. Man weiß nicht, was einen erwartet. Man hat auch total Angst vor Schmerzen, vor Blutungen, dass es irgendwie nicht klappt, dass alles total in einem Chaos und einem Desaster endet. Und auf der anderen Seite freut man sich auch ein bisschen drauf, ist nervös, ist hibbelig, möchte es eigentlich auch. Auf der einen Seite möchte man es aber auch nicht. Und diese Konstellation ist völlig normal. Das geht jedem und jeder so. Ich glaube, alle, die schon einmal ihr erstes Mal erlebt haben, können mir da beipflichten. Das ist eine ganz besondere Situation, ein ganz besonderer Moment. Und zu besonderen Momenten, das muss man echt sagen, gehört immer auch ein besonderer Mensch. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin und du nicht so richtig weißt, will der oder die vielleicht wirklich jetzt nur das eine und mag mich eigentlich gar nicht so richtig, dann solltest du dir nochmal Gedanken machen, ob das der richtige Mensch ist für diesen einen besonderen Moment, denn der wird nicht wiederkommen. Das ist etwas, woran du dich dein Leben lang erinnern wirst. Und deswegen muss man da gut drüber nachdenken, ob das menschlich zwischeneinander passt. Wenn du an dem Punkt bist und sagst, ja, der oder die, das ist der Mensch, mit dem möchte ich genau diesen einen Augenblick erleben, dann bist du schon mal einen Schritt weiter und dann bekommst du natürlich jetzt so langsam die Gedanken, wann passiert das Ganze? Man fängt an zu planen. Heute Abend haben wir einen Kinoabend, okay, danach gehen wir vielleicht zu mir, dann könnte es passieren, keine Ahnung, was muss ich alles machen, was muss ich zu Hause haben. Und das ist auch schon so der erste Punkt von ein paar Punkten, die wir heute ansprechen. Das erste Mal ist eigentlich relativ unplanbar. Klar, man hat manchmal so einen Hintergedanken oder man denkt manchmal, oh, heute könnte es vielleicht passieren, aber versuch nicht zu viel zu planen. Versuch das wirklich einigermaßen ungeplant, spontan laufen zu lassen, denn wenn du etwas planst, hast du gleichzeitig auch riesige Erwartungen. Du hast dir schon ein Kopfkino zusammengestellt, wie das Ganze ablaufen soll. Und da muss nur eine Kleinigkeit schiefgehen oder es nicht so laufen und schon bist du enttäuscht. Das heißt, die Spanne von geplant und erwartungsvoll zur Enttäuschung, die ist relativ gering. Und deswegen ist mein erster Tipp auf jeden Fall, versuch nicht zu viel zu planen. Versuch es auf dich zukommen zu lassen, sodass du nicht am Anfang oder am Ende da ganz enttäuscht dastehst und dir das alles ganz anders ausgemalt hast. In den nächsten Minuten sprechen wir darüber, wie das Ganze ablaufen könnte, worauf du achten solltest und wie sich das so anfühlen könnte für dich. Also ein paar wichtige Punkte, wo du dir bestimmt auch schon Gedanken gemacht hast und da wollen wir das jetzt immer einzeln durchgehen. Und bevor wir über die ganzen Schritte sprechen, die jetzt so anstehen, von Petting, Knutschen und dann wirklich zum Geschlechtsverkehr übergehen, muss man ein großes Thema ansprechen und das müsst ihr untereinander auch unbedingt ansprechen, ist Thema Verhütung. Ihr könnt Kondome benutzen, die helfen sogar vor Geschlechtskrankheiten. Das ist meine absolute Wahl Nummer 1 beim ersten Mal. Versucht es mit Kondomen. Es ist nicht das angenehmste der Welt, aber es schützt auf jeden Fall euch beide vor Geschlechtskrankheiten und es schützt euch auch vor möglicher Schwangerschaft. Wenn du jetzt quasi die Pille nimmst als Mädchen und er weiß das vielleicht nicht, dann sprecht darüber. Sprecht auf jeden Fall vorher über, was machen wir eigentlich als Verhütungsmittel. Denn man ist so aufgeregt in der Situation, dann vergisst man irgendwie doch das Kondom oder man vergisst dann doch die Pille am Abend zuvor. Und schon hat man wirklich ein großes Problem, wenn man dann irgendwann vor den Eltern steht in jungen Jahren und muss sagen, Mama, wir müssen irgendwie mal zur Frauenärztin, weil irgendwie kriege ich meine Tage gerade nicht mehr. Das ist viel, 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 viel unangenehmer, als dieses blöde Kondom überzustülpen. Es ist eher eine lustige Situation. Ihr könnt das ja gegenseitig probieren, dieses Kondom. Das ist beim ersten Mal übrigens auch gar nicht so leicht. Vielleicht kann man das vorher auch mal an der Banane üben. Versucht das einfach wirklich ein bisschen spielerisch, nicht albern, aber ein bisschen spielerisch aufzunehmen. Und Kondom ist absolut meine erste Wahl. Legt euch immer eins ins Nachtschränkchen rein. Und es ist auch überhaupt kein Dilemma, da in eine Drogerie zu gehen und Kondome zu kaufen. Ganz im Gegenteil, da könnt ihr mit breiter Brust hingehen und Kondome kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Steht da drüber, ja, wir haben Geschlechtsverkehr, die ganze Welt hat Sex. Jetzt sind wir halt auch mal dran. Das ist überhaupt nicht schlimm. Kauft Kondome in rauen Mengen. Ist völlig egal. Banane, Erdbeere, was für ein Geschmack auch immer. Genoppt, nicht genoppt. Egal, kauft sie einfach. Das ist doch lustiger Akt und ich finde das überhaupt nicht schlimm, das sollte euch nicht peinlich sein. Irgendwann beginnt sich auch jeder mal die Frage zu stellen, wann bin ich eigentlich bereit dafür,
Muss ich es jetzt schon machen? Meine ganzen Freundinnen haben es schon das erste Mal gemacht, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so. Oder, ach, ich bin jetzt irgendwie die Erste im Freundeskreis, ist das jetzt schon viel zu früh? Soll ich lieber noch ein bisschen warten? Und da gibt es eigentlich nur eine Regel: Hör in dich hinein, hör auf dein Bauchgefühl, hör auch auf dein Herz. Ist das wirklich der Partner oder die Partnerin, die passt und die Situation passt einfach und ich fühle mich jetzt bereit und ich möchte das jetzt auch erleben? Oder ist es eher so, dass du sagst, oh, ich habe da noch viel zu viel Angst und ich weiß nicht so richtig, ob er oder ob sie überhaupt die Richtige ist, dann warte. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deinen Bauch hörst, auf dein Bauchgefühl hörst. Und vorher würde ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden. Wenn du gleich von Anfang an sagst, ich habe kein gutes Bauchgefühl bei der Sache, dann würde ich da wirklich die Finger von lassen. Und du musst bereit dafür sein und du wirst dich bereit dafür fühlen, das verspreche ich, wenn die ganze Gesamtsituation und die Gesamtkonstellation mit euch passt. Und dann sind wir direkt am Punkt Nummer 1. Wie geht das Ganze jetzt eigentlich vonstatten? Wer macht den ersten Schritt? Wie läuft's ab? Reißen wir uns gegenseitig die Klamotten vom Leib und stehen dann da ein bisschen sprachlos voreinander oder wie funktioniert das Ganze? Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Mach nicht den großen Plan. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch auch vorher schon mal näher gekommen seid. Ihr müsst nicht gleich nach dem ersten Mal küssen, splitterfasernackt im Bett liegen und versuchen, da irgendwie Sex zu haben, sondern kommt euch erstmal näher. Erkundet erstmal eure Körper mit den Fingern oder mit dem Mund. Guckt erstmal, wie der andere Körper funktioniert, was da so ist, was da passiert. Sprecht miteinander. Das ist auf jeden Fall eine total aufregende Situation für beide. Das ist auch ein bisschen unangenehm, das ist irgendwie komisch. Da hat dich wahrscheinlich noch niemand so berührt. Und dem anderen geht es aber genauso. Das heißt, ihr könnt da ruhig drüber sprechen. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn das hilft total, da der Situation so ein bisschen Herr zu werden. Das Ganze so ein bisschen zu entspannen, einfach die Situation. Dass man jetzt nicht da schweigend voneinander sitzt und sich versucht, da irgendwie anzufassen, sondern einfach mal fragt, wo magst du, dass ich dich berühre oder wo hättest du es gerne oder wo kann ich dich mal küssen oder keine Ahnung, wie funktioniert dein Körper? Das klingt total Banane, ist aber wirklich eine gute Methode, um da ein bisschen Entspannung reinzubringen. Und Entspannung ist auch ein ganz, ganz großes Stichwort, denn du bist natürlicherweise angespannt, genauso wie dein Partner oder deine Partnerin auch extrem angespannt ist. Aber du solltest versuchen, möglichst Entspannung in die ganze Situation reinzubringen, denn erst wenn es dann auch zum Geschlechtsverkehr kommt, ist Entspannung auch ganz, ganz wichtig, weil man hat natürlich auch Angst davor, tut es weh. Sowohl Männlein hat Angst davor, tut es weh, als auch Weiblein. Und je angespannter die ganze Muskulatur ist und je angespannter man selbst ist, desto mehr erwartet man schon auf diesen Schmerz oder dass irgendwas sich komisch und nicht richtig anfühlt. Und wenn du da relativ entspannt an die Nummer rangehst und mal guckst und der Partner oder die Partnerin guckt auch erstmal und man probiert es erstmal und man versucht sich da auch körperlich ein bisschen zu entspannen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es dir nicht so wehtut. Und wenn ihr dann schon soweit seid und ihr küsst euch und ihr seid in einer schönen Atmosphäre und ihr berührt euch, das Ganze nennt man dann schon Vorspiel. Also das ist schon Teil des Aktes quasi. Das geht nicht nur um das quasi diesen Sexakt an sich, sondern es geht auch schon um das Vorher, um das dann Miteinander und auch um das Nachher. Seht das nicht so als dieser Sex, stellt das nicht so auf einen riesen Scheffel, sondern sagt ja, okay, wir sind jetzt schon dabei, das gehört schon dazu, das ist schon quasi so Teil meines ersten Males, wenn ihr euch berührt, küsst und aufeinander Lust bekommt, dann ist das schon Teil des ganzen Aktes. Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Moment auch so wahrzunehmen und auch wichtig, körperlich wichtig. Die Frau muss feucht werden, sonst tut es noch mehr weh. Das ist das natürlichste Gleitmittel, was es gibt. Und der Kerle muss irgendwie vor lauter Nervosität gucken, dass quasi sein Penis irrigiert wird. Das ist übrigens auch für viele Männer gar nicht so leicht, in so einer total aufregenden Situation sich so weit zu entspannen, dass er einfach eine Erektion bekommt. Und wenn das nicht passiert und es klappt irgendwie nicht bei ihm oder bei ihr, dann brecht das Ganze ab. Dann sagt ihr, okay, das war so der erste Schritt. Beim nächsten Mal setzen wir genau da wieder an und machen beim nächsten Mal weiter. Lacht drüber, sprecht drüber. Es ist völlig egal, wenn das noch nicht so ganz funktioniert. Ihr müsst euch auch erstmal auf die Situation einstellen. Jetzt sagen wir mal, okay, das funktioniert alles ganz gut. Ihr seid entspannt, ihr liebt euch und alles kommt so langsam in Wallungen. Dann geht es jetzt darum, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie funktioniert es genau? Und welche Stellung überhaupt? Man hat ja heutzutage die Möglichkeiten im Internet und so weiter, ganz verrücktes Zeug zu sehen. Und da ist weniger wirklich mehr in der Hinsicht. Versucht einfach die ganz plumpe, normale Missionarsstellung aus. Du liegst unten als Mädchen, du liegst oben als Junge. Das Mädchen hat die Beine ein bisschen gespreizt und der Junge steigt dann auf die Frau hinauf. Und das ist wirklich die Position, in der ihr es vielleicht am Anfang versuchen solltet. Denn jetzt gleich irgendwie zu starten mit irgendwelchen akrobatischen Übungen macht überhaupt keinen Sinn, denn ihr müsst ja erstmal quasi das einmal eins lernen, bevor ihr dann irgendwann später die hohe Mathematik des Geschlechtsverkehrs lernen könnt. Deswegen
Keep things simple und macht erstmal nur die Missionarsstellung und versucht euch damit. Jungs haben total Panik davor, die richtige Stelle nicht zu finden. Da müssen immer viele Mädels lachen und keine Ahnung, aber vielleicht hat der Junge noch nie da unten bei einer Frau so genau hingeguckt. Und er macht sich vorher mega den Kopf, was passiert, wenn ich das nicht finde. Und wenn das so ist und er stochert da rum, mal salopp gesagt, dann hilf ihm als Mädchen. Hilf ihm einfach, sag, okay, das war jetzt nicht ganz richtig, musst mal ein bisschen weiter hoch, ein bisschen weiter runter. Er kann es nicht wissen, das ist so. Jungs haben heutzutage natürlich trotz Internet und so weiter viele Möglichkeiten, sich sowas anzugucken, aber trotzdem ist man in der nervösen Situation manchmal nicht in der Lage, den richtigen Eingang zu finden. Und dann bist du als Mädchen dran und sagst, hey, kein Problem, ich helfe dir. Und damit seid ihr dann nochmal euch näher gekommen, ihr helft euch gegenseitig und dann ist eine Bindung oder ist die Bindung auf jeden Fall nochmal enger. Das heißt, helft euch gegenseitig. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt ist er eingedrungen und du als Mädchen hast natürlich extrem Angst davor, dass dein Jungfernhäutchen jetzt zerreißt, dass das extrem schmerzhaft ist und total blutet. Also, dazu muss gesagt werden, das Jungfernhäutchen ist quasi wie so eine Schleimhautfalte. Bei dem einen Mädchen ist das wirklich so, dass das zerreißen kann, dass man das, wenn da eine Penetration stattfindet, dass das wirklich kaputt gehen kann, wie so ein Pergamentpapier oder sowas. Und bei der anderen ist es aber wirklich nur so eine Falte, die so halbmondförmig unten in der Scheide ist, was erstmal komisch und unangenehm ist, aber jetzt nicht irgendwie total schmerzhaft. Und bei der nächsten, die hat da überhaupt nichts. Die hat vielleicht eine ganz kleine, schmale Falte, hat da überhaupt kein großes Jungfernhäutchen, von dem man immer spricht. Und da tut es gar nicht weh. Das ist individuell unterschiedlich. Klar hat man Angst davor, dass es in dem Moment wehtut. Und man muss auch sagen, wenn es kurzzeitig wehtut, ist das auch ganz normal. Aber auch da hilft, drüber zu sprechen. Wenn du sagst, oh, das ist jetzt viel zu unangenehm, geh noch mal raus, dann muss er das machen. Dann gehst du noch mal raus und dann versucht ihr es noch mal. Und nochmal und nochmal. Und wenn es einfach viel zu schmerzhaft ist, dann geht es halt jetzt gerade nicht. Dann macht ihr das nächste Mal da weiter. Es ist natürlich auch so, dass da jetzt ein Objekt hineinkommt von einer gewissen Größe, was vielleicht da vorher noch nicht drin war. Und das muss auch erstmal ein bisschen gedehnt werden. Auch Bluten kann sein. Also früher in diesen mittelalterlichen Filmen sieht man ja immer, wenn diese Bettlaken dann aufgeschüttelt wird und erst dann wurde die Ehe vollzogen, wenn da ein riesiger Blutfleck drauf ist. Also das ist auch relativ unrealistisch. Dieses Häutchen ist ein Gewebe, klar, das kann ein bisschen bluten, aber das ist jetzt nicht so, dass das da massiv, extrem, wie bei der Periode oder sowas, hinausbluten sollte. Sollte das sein, dann ist irgendwie was nicht in Ordnung, dann sollte man doch mal zur Gynäkologin gehen. Ansonsten kann das ein bisschen bluten, aber das ist jetzt nicht so schwallartig, wie man es vielleicht aus irgendwelchen Filmen kennt. Das heißt, ja, es kann wehtun und wenn es dir zu heftig ist als Mädel, dann sagst du hier, stopp, warte nochmal kurz. Und wenn es nicht wehtut, ist das auch nicht unnormal. Das heißt dann nicht, dass du irgendwie vorher schon mal entjungfert wirst oder auch für den Mann heißt das dann nicht, was ist denn da los, tut dir ja gar nichts weh, du blutest ja gar nicht, hattest du schon mal einen anderen Kerl, sondern das kann auch normal sein. Wir sind alle Menschen, jeder ist unterschiedlich und auch das Jungfernhäutchen ist von Frau zu Frau unterschiedlich. So, und jetzt habt ihr Kondom übergestülpt, er ist nicht eingedrungen, der erste Schmerz ist vergangen und jetzt ist wirklich die Zeit, zu genießen. Hör in dich hinein, was fühlst du? Fühlt sich komisch an? Fühlt sich vielleicht auch schön an? Oder so eine Mischung zwischen beiden und ihm geht es genauso. Er denkt, oh, okay, das fühlt sich komisch, aber auch schön, aber auch irgendwie anders an wie sonst. Also genießt einfach die Situation, das ist normal. Das muss sich nicht gleich bombastisch toll anfühlen und wie in Filmen und man verdreht die Augen und man kommt in Ekstase. Das passiert beim ersten Mal nicht. Jedenfalls ist es bei mir nicht so gewesen, sondern das war alles ein bisschen komisch, ein bisschen anders und wir waren beide verwirrt. Aber es war irgendwie trotzdem schön. Man ist sich auf jeden Fall extrem nahe, so nahe, wie man Menschen nur sein kann. Und die Situation gilt es einfach zu genießen. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob du jetzt zum Orgasmus kommst. Das ist übrigens auch sehr unwahrscheinlich. Oder dass er jetzt zum Orgasmus kommt. Das ist alles nicht wichtig. Das ist gerade wirklich Lernen. Das ist den besondersten Moment, den es irgendwo gibt, zwischen einem Paar genießen. Und mehr ist das nicht. Ihr müsst dann nicht jetzt total, weiß ich nicht, die Pornoindustrie in den Schatten stellen mit irgendwelchen akrobatischen Übungen und völliger Ekstase. Nein, 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 darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich nur darum, diesen Moment, diesen einen Moment jetzt zu genießen und zu gucken, wie sich das anfühlt, in sich hineinzuhorchen. Und wenn da irgendwie nach 3-4 Minuten Schluss ist, dann ist das so. Das ist auch völlig normal. Das ist überhaupt nicht wild und nicht schlimm. Wenn er sofort zum Orgasmus kommt, zum Höhepunkt kommt, dann muss ihm das auch nicht peinlich sein. Dann ist das so. Er ist massiv erregt, aufgeregt. Man lernt erst seinen Körper kennen. Man muss erst mal gucken, wie sich das anfühlt. Es kann passieren, dass er sofort kommt. Das ist nicht schlimm. Wartet eine Stunde, trinkt nochmal irgendwie eine Cola zwischendurch, guckt auch einen Film und dann probiert das einfach nochmal oder am nächsten Morgen oder nächste Woche. Es ist nicht schlimm.
dieser eine Moment, dieser eine Augenblick ist getan und damit ist schon ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Erwachsenwerden gemacht. So, und dann seid ihr fertig und ihr seid so ein bisschen, weiß ich nicht, zwischen total, wow, krass, wir haben es geschafft, wir haben es gemacht und das ist irgendwie jetzt eine komische Situation, was mache ich denn jetzt? Sollen wir jetzt kuscheln? Sollen wir jetzt, weiß ich nicht, das ist eine sehr lustige Situation und als solche sollst du ihr oder solltet ihr sie auch sehen. Lacht, sprecht miteinander, albert rum, versucht es nochmal, ganz egal, aber die Zeit nach dem Geschlechtsverkehr ist auch sehr wichtig. Alles in allem, das ganze Paket nennt sich einfach Geschlechtsverkehr und reduziert diesen Akt nicht nur auf diesen einen Moment, wenn er eindringt und ihr Sex habt, sondern das ist wirklich ein Gesamtpaket, was ganz wichtig ist und auch das danach ist wichtig. Kuschelt miteinander, genießt jetzt dieses komische Gefühl, dieses neue Gefühl, was ihr erlebt habt. Genießt jetzt, dass ihr erwachsen geworden seid und eine Geschichte erzählen könnt, die ihr ein Leben lang in Erinnerung behalten könnt und euren Kindern irgendwann mal erzählen könnt. Also das ist etwas, was immer hier bleibt und es soll ein schöner, lustiger Moment sein und alles andere wäre sehr schade. Deswegen überlegt euch vorher gut, mit wem und überlegt euch nicht so gut, wann, sondern lasst es auf euch zukommen. Überlegt euch gut, welche Verhütungsmethode ihr auswählt, sprecht darüber und da absolut auch an die Kondome denken und nicht vergessen. Geht eine Woche vorher vielleicht mal schön allein oder gemeinsam Kondome kaufen und lacht euch kaputt, wie peinlich euch das ist, wenn ihr mit so einer Bombe da an der Kasse steht. Völlig normal, ist uns allen so gegangen und ja, stellt das ganze Paket nicht so auf den Scheffel. Normal zu der Welt, jeder muss da durch, jedem ist es unangenehm und jedem ist es peinlich und jeder hat Angst. Und das ist völlig normal und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und macht euch vielleicht das Ganze ein bisschen leichter damit umzugehen. Falls dem so ist, lasst es mich mit einem Daumen nach oben doch wissen, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Mal sehen, was dann auch so für Themen anstehen. Bis dahin, ciao und viel Spaß!